Hallo zusammen und schönen guten Samstag zusammen. Hier ist die Shailia. Ich bin gerade von dem Spaziergang zurück mit Dirk und kurz vor dem Sprung zum Einkaufen. Und ja, ich trage überall rote Lippenstift in letzter Zeit. Auch Spaziergänge und zum Sport, ins Bett gehen, wenn ich könnte. Ich habe einfach so mal eine Faible dafür zurzeit. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich heute hier live auftauche und mit euch sprechen möchte, mit dir sprechen möchte, sondern weil ich gestern eine sehr bewegende Erfahrung erlebt habe. Und diese Erfahrung könnte für dich auch wichtig und interessant sein in deinem Leben und in deinem Business. Und zwar, ich mache gerade nehme teil an einer Fortbildung an der Super Coach Academy mit Michael Neill und Teil des gesamten der Zertifizierung ist, dass wir zusätzliche Coaching außerhalb von unserer bestehenden Coaching-Praxis durchführen, und zwar in einem ganz anderen Bereich, als wir sonst coachen. Und weil ich sonst meine Kunden unterstütze mit Business und Marketing, um ihr Business aufzubauen, ist es naheliegend, dass ich jetzt rausgehe und überall suche nach Menschen, die persönliche Themen haben, ganz normale Menschen im ganz normalen Leben. Und meine Aufmerksamkeit für diese Menschen ist sehr hoch zur Zeit. Und ich habe, wann war das? Am Donnerstag etwas gesehen. Ich habe eine Post auf Facebook gesehen über mehrere Verbindungen mit einem Familienmitglied von mir aus Amerika. Und es war schwarz. Es war schwarz und da stand drauf auf Englisch, aber ich habe es übersetzt für euch, folgende Sätze. Ich habe es nicht verdient, Mutter zu sein. Ich höre auf mit allem, wenn ich könnte. Und da war ein Hashtag so nach dem Motto, wenn dir diese Post nicht gefällt, dann gucke weg und antworte nicht drauf. Und ich bin dann am Donnerstag spazieren gegangen und als ich zurückkam, habe ich gedacht, okay, ich kenne diese Person nicht, aber ich strecke eine Hand zu ihr aus. Und ich habe einfach geklickt auf ihren Namen, habe eine Personal Message geschrieben und gesagt, hey, ich habe deine Post gesehen, ich biete diese Coaching zurzeit an und möchtest du vielleicht mit jemandem darüber sprechen. Ich hatte nämlich beobachtet in den letzten Monaten seit der Geburt ihres Sohnes, dass sie echt viele, viele Struggles hatte. Und ich habe mich einfach berufen gefühlt, mit ihr zu reden. Und sie nahm das sehr, sehr dankbar an und schrieb, yes, bitte. Und wir haben einen Termin ausgemacht für gestern. Für mich war das am Abend, für sie war das um die Mittagszeit. Und die heißt Nat. Und Nat hat mir erlaubt, die Inhalte des Gesprächs mit anderen zu teilen. Und deswegen, ich habe ihr Erlaubnis, darüber zu sprechen. Und ich möchte euch den Verlauf erzählen. Und zwar folgendes. Wir trafen uns auf Zoom und Nat hatte sich zugeschaltet mit ihrem Mobiltelefon. Und sie bewegte sich die ganze Zeit auf und ab. Und ich stellte fest, dass die im Rollstuhl sitzt und dass sie auch sehr große Schwierigkeiten hatte, das Telefon stabil zu halten. Und deswegen schwankte sie mit ihrem Körper der ganze Zeit. Ebenfalls hatte sie Schwierigkeiten zu sprechen. Also scheinbar Teil ihrer Behinderung ist auch, dass sie nicht so gut kommunizieren kann, also die Wörter nicht so gut rausbringen kann. Und sie saß an einem nicht besonders schönen Ort. Es war einen sehr windigen kleinen Trailer und nicht besonders sauber. Und wir begannen zu sprechen, Mensch zu Mensch. Und sie erzählte mir folgende Geschichte. Sie erzählte mir, dass sie diese Behinderung ihr Leben lang hatte und dass sie die letzten 8 bis 9 Jahre als erwachsene Frau sehr frei gelebt hat, sehr unabhängig. Sie hatte eine Wohnung gehabt in einer kleinen Stadt und sie konnte dort aus ihrem Haustür gehen und in den Bus steigen und zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Sie hatte eine Arbeitsstelle an einem universitären Krankenhaus. Sie hat auch gerade oder sie macht gerade einen Masterstudiengang in Kunsttherapie, wo sie das im Krankenhaus anwenden möchte. Und ihr Leben war auf diesem Weg gehen, bis sie jemanden traf. Und sie hat sich Hals über Kopf verliebt in diese Person. Es war auch der erste Freund oder der erste Mann, den sie wirklich in ihrem Leben hatte, der sich für sie interessierte. Und binnen einem Monat war sie schwanger. Und diese Schwangerschaft traf die beiden sehr überraschend. Und sie haben sich entschieden, das Kind zu bekommen und lernten sich quasi als Paar kennen über die 9 Monate der Schwangerschaft. Und das verlief gut und es war eine gute Beziehung oder ist eine gute Beziehung. Und als sie dann also das Kind geboren wurde und sie zurückgehen wollte an ihre Arbeitsstelle, sie hatte diese wie heißt das, also auf Englisch heißt das Maternity Leave, hat sie erfahren, dass der Job nicht mehr für sie gibt. Sie wurde gekündigt und mit der Begründung, dass ihnen das Funding ausgelaufen ist, dass das Geld nicht mehr vorhanden ist. Die Folge aus dieser Kündigung war eine solche. Sie konnte nicht mehr leisten, ihre Wohnung zu behalten. Sie sah keine andere Möglichkeit, als mit dem Vater ihres Kindes einzuziehen, bei ihm in seinem kleinen Trailer auf dem Land, ganz, ganz isoliert und weit weg von wo sie normalerweise lebt und von ihrer Familie, weil sie einfach kein Einkommen hatte. Und dort angekommen auf dem Land sind einige Dinge passiert. Sie hat dort festgestellt, dass sie keinen barrierefreien Weg hat vom Haustür auf die Straße. Es gibt keine Busse oder öffentlichen Verkehr. Sie kann also, wenn sie irgendwas möchte oder was sehen will, ist sie nicht mehr frei. Also sie kann nirgendwo hingehen oder irgendwo hinkommen und es gibt auch nirgendwo, wo sie hinkommen kann. Also auf diesem Land. Und außerdem hat ihren körperlichen Zustand sich verschlechtert nach der Geburt des Kindes. Sie kann alleine nicht zur Toilette gehen oder aufstehen. Ihr Freund muss den ganzen Tag zu Hause sein und sie mitbetreuen mit dem Kind, weil sie einfach nicht mehr so mobil ist im Haus, wie sie früher war. Und sie fühlt sich, als würde ihre gesamte Freiheit, ihre gesamte Unabhängigkeit, als wäre es weg. Und als sie mir das erzählte, hat sie begonnen zu weinen, weil der Gedanke daran sehr große Trauer, tiefe Trauer in sie ausgelöst hat. Und ich habe sie gefragt, wie das für sie ist. Und was sie sagte, war Folgendes. Sie sagte, Shailia, ich habe Momente, wo ich mein Leben anschaue, wie es jetzt ist und wo ich finde, alles ist falsch. Ich habe einfach all das, was für mich wichtig ist, verloren und ich spüre eine große Trauer und einen großen Verlust in diesen Momenten und ich sinke hinein in eine depressive Stimmung und wenn ich da bin, ist es richtig schwarz und ich bin emotional nach außen und ich agiere nach außen, ich heule, ich mache ein Ding und ich kenne mich selber nicht wieder. Und dann hat sie gesagt, gibt es Momente, wo sie dort liegt mit ihrem Freund und mit dem neuen Baby und sie fühlt sich wie die glücklichste Frau auf Erde, dass sie überhaupt die Chance hatte, jemanden zu finden, geliebt zu werden, dieses Wunder, was das Kind ist, zu erleben und sie fühlt sich einfach glücklich. Und zwischen dieser Aufs und Abs von tiefer Trauer und Verlust zu großem Glück schwebt sie die ganze Zeit und sie fühlt sich langsam total verrückt. Und wo sie diese Post geschrieben hat, war sie in einem tiefen Tal von diesen Gedanken von Verlust. Und wenn sie sich verrückt fühlt und wenn sie sich fühlt, als sie fühlt sich schuldig, dass sie überhaupt sich schlecht fühlt, weil sie findet, sie hat es eigentlich so gut. Warum geht es ihr so schlecht? Und dann fühlt sie sich wiederum schuldig. Und man schaut sich das Ganze von außen an und sie sagt, ja, aber eigentlich weiß ich, dass ich nicht verrückt bin. Es ist einfach ganz viel Veränderung auf einmal. Das Ganze ist überfordernd, überwältigend. Und wenn dieser Überwältigung über mich drüber schwappt, kombiniert mit den Hormonen nach der Geburt, führt es dorthin. Und dann denkst du in einem Moment, ich bin vielleicht doch nicht so verrückt. Und ich konnte sie vergewissern, dass sie gar nicht verrückt ist. Und die Richtung, in die wir auch geschaut haben, ist folgendes. Ich habe sie gefragt, ob es Momente gibt, wo sie einfach spürt, dass die Welt in Ordnung ist, wie es ist. Und sie sagt, oh ja, schau ja, es gab einen Abend für nicht so lange Zeit, da saßen wir draußen am Abend, es war schon dunkel, ich hörte die Siegen, ich hörte die Frische, ich habe die Sterne angeschaut und war in richtiger Ruhe und ich habe gespürt, dass ich genau hier richtig bin, am richtigen Ort mit der richtigen Person. Und dann hat sie echt so gestrahlt, diese Erkenntnis zu sehen. Und wo wir hingeschaut haben danach, ist auf folgenden Ort. Und ich sage euch dann gleich, warum das für euch vielleicht auch wichtig ist. Wir haben uns das Bild von einem Eisberg angeschaut. Dieses klassische Stockfoto, die man kennt oder aus der Zeitung, wo man wie von der Seite ein Eisberg anschauen kann und oben ist eine kleine Spitze, weiß, ganz klein, das, was wir eigentlich immer nur sehen. Und unten drunter ist dieses riesige Glacier-Eisstück. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und Nat und ich, wir haben angeschaut, dass diese Gefühlsaufs und Abs, die von diesen sich ständig verändernde Gedanken, mal ein tiefer Verlustgedanke, mal ein ich bin so glücklich Gedanke, dass das alles hier an der Oberfläche von diesem Eisberg ist. Und was wir gesehen haben, ist, dass Nat in letzter Zeit nur da oben fokussiert hat. Sie war nur damit beschäftigt, diese kleine Spitze oben und diese konstante Aufs und Abs. Und dieses unten drunter, das, was sie tief in sich weiß, hat sie nicht gesehen. Es war verborgen unterhalb der Oberfläche von dem Meer, wenn man so will, wenn man bei der Metapher bleiben möchte. Und was wir geschaut haben, ist, was für einen Unterschied es macht, wenn man sich wieder besinnt auf das, was drunter ist, das, was man weiß. Das, was man innere Weisheit nennen kann. Das, was man auf Englisch sagt, the deeper knowing, das tiefere Wissen. Und zwei Dinge möchte ich aus dieser Geschichte mit euch mitteilen oder weitergeben, nämlich, was bei mir geblieben ist nach dem Gespräch, war eine unglaubliche Dankbarkeit, einen solchen wunderbaren Menschen kennenzulernen. Und zu sehen, dass ihre Erfahrung exakt gleich ist mit meiner Erfahrung und die ist exakt gleich mit deiner Erfahrung und exakt gleich mit allen anderen Menschen ihre Erfahrung auf diesem Planeten. Und das spielt keine Rolle, welchen gesundheitlichen Zustand wir haben. Ich bin gesund in meinem Körper, weit mehr oder weniger, sagt man auf Deutsch, beeinträchtigt als die Nat. Im Außen scheinen wir total anders zu sein, sind wir nicht. Nat lebt in scheinbarer Unfreiheit und ich lebe in scheinbarer Freiheit, aber das ist es nicht, das trennt uns nicht wirklich. Sie hat weniger Geld, ich habe mehr Geld, das ist es nicht wirklich. Die ganzen äußeren Umstände, wenn man sie komplett weglässt, was man erkennen kann, ist, dass ihre Erfahrung im Leben exakt genau gleich daher kommt wie meiner. Ich habe auch Momente von Selbstzweifel oder Momente, wo ich denke, die Welt ist nicht in Ordnung und ich habe ich habe irgendwie ein Problem und ich spüre das, es kommt an dieser Oberfläche, dieser Eisbergspitze und ich tauche damit ein und ich gehe mit dem einher und irgendwann mal fühle ich mich furchtbar. Und wiederum kommen andere Momente, so Hochs an Gedanken, wo ich denke, die Welt ist total in Ordnung und alles ist schön und ich bin dankbar und ich bin happy. Und das geht die ganze Zeit auf und ab, genauso wie Nat. Wir sind exakt gleich. Das vereint uns. Wir sind eins. Du bist eins mit uns, ja? Und was tun wir die gesamte Zeit? Sachen in Außen jagen. Mehr Kunden, mehr Umsätze, ein anderes Businessmodell. Ich weiß nicht, was wir alles denken, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Was ich gestern so klar sehen konnte, immer wieder, es ist ja mir nicht neu, das macht gar keinen Unterschied. Man kann alles haben, Gesundheit, Wohlstand, everything, Freiheit und erlebt die gleichen Sachen wie Nat. Und wir haben auch was anderes gemeinsam, nämlich dieses tiefere Teil von diesem Eisberg haben wir auch alle. Unsere Angebundenheit an unserem Wissen, an unserem tieferen Wissen. Und jetzt bringt mich das zu dem zweiten Ding, was ich euch mitteilen möchte. Weil viele mich fragen, ja Shailia, was bedeutet denn eigentlich herzgetriebenes Business und Marketing? Ja, okay, mein Geschäft mit meinem Herz zu führen und so. Ja, stimmt. Also für mich sind zwei Dinge. Eins, die Liebe für uns und unseren Kunden, dieses Erkennen, dass wir eins sind in der Welt, um von diesem Ort aus unser Business und Marketing zu führen. Oh, ich kriege so echt so gerade Gänsehaut, weil das macht einen Unterschied. Es macht den Unterschied, ob wenn du hinausgehst in die Welt mit deinen Dienstleistungen und denkst, die anderen sind kaputt und du kannst denen helfen. Nein, wir sind eins, wir sind gleich, wir sind von der gleichen Stelle, um diese zu begegnen auf Augenhöhe, auf dieser Ebene der Liebe. Das ist für mich herzgetriebenes Business und Marketing. Und das Zweite ist, so gut man kann, zu erkennen, hier oben an der Spitze sind diese Auf und Abs meines Unternehmerseins, wo wir echt ein bisschen verrückt sind, wie Natalie sich auch verrückt gefühlt hat. Wir machen uns unglaubliche Sorgen, ob wir im Markt wahrgenommen werden. Wir vergleichen uns mit anderen wie verrückt. Wir haben Probleme am laufenden Band, Dinge in unserem Geschäft, die sich nicht richtig anfühlen. Und wir verlieren uns da drin, genauso wie Nat sich verloren hat in ihrem Verlust von ihrer Unabhängigkeit oder ihrer Idee, dass der Verlust vorhanden ist. Und genauso haben wir andere Momente, wo wir uns confident fühlen und auf den Markt gehen und all das. Und herzgetriebenes Business und Marketing heißt für mich ganz klar, so gut du kannst, zu erkennen, dass das oben an der Oberfläche läuft, aber dein Business von unten zu führen, von deinem tieferen Wissen, der dir immer sagt, Shailia, was weißt du heute zu tun? Heute weiß ich nach dem Spaziergang, dass ich diese Erfahrung mit euch teilen möchte. Und das tue ich. Ich folge diesem Wissen. Dann weiß ich vielleicht nachher einkaufen zu gehen, keine Ahnung. Oder nicht dich wirbeln zu lassen, links und rechts von dem, was andere sagen, wie man Business aufbaut und wie man Marketing macht. Tiefer zu gehen und zu spüren, was weiß ich zu tun in meinem Business jetzt? Was ist mein nächster Schritt? Und das kann für dich heißen, mein Schritt ist, an meinem Podcast zu arbeiten. Mein Schritt ist jetzt, Hilfe zu holen von jemandem, der mir zeigt, wie ich eine Anzeige aufbauen kann. Es wird eben zu jedem anderen Moment unterschiedlich ausfallen. Aber das ist für mich herzgetriebenes Business und Marketing. Nicht mit dem Intellekt und diesem verrückten Gedankenkarussell zu steuern, dein Business zu steuern, sondern tatsächlich hier unten vom Herz, wenn man so will. Wir nennen das jetzt einfach mal Herz. Ja, das war's. So eine schöne Erfahrung. Ich gehe jetzt wirklich einkaufen und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Samstag. Wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder am Montag oder Dienstag. Was hast du gesehen? Was hast du gehört heute? Teil mir das bitte in dem Kommentarbereich. Es gibt mir so schönes Gefühl von euch zu hören, wenn diese Videos euch bewegt haben, und zu wissen, ja, in welche Richtung ich dann nach vorne weitergehe. Euch einen schönen Tag. Tschüss!